Es macht wieder ein bisschen mehr Spaß, Fan des FC Carl-Zeiss Jena zu sein. 7 Punkte holte der FCC aus den letzten 3 Partien und das Stadion ist gut gefüllt. Liegt natürlich auch an den Gästen. 7.052 Zuschauer wollen sich den Prestige-Hit nicht entgehen lassen. Guter Beginn von den Klingbeilmannen. Sie haben das Spiel und Gegner im Griff. Chemie zu passiv. Und dann wird's gefährlich. Kraus säbelt drüber. Löhner wieder geblockt. Aber da kommt ja noch Nils Butzen. Nach 17 Minuten verhindert der Innenpfosten das erste Tor von Butzen seit mehr als 3,5 Jahren. Dusel für die BSG, die sich offensiv verdammt schwer tut. Dann aber eingeladen wird. 23. Minute die Riesenchance für Kirstein. Was macht er? Was macht er? Was macht er denn? Dicke Chance verdattelt, dann die Flanke, ungefährlich. Boah, was für eine Top-Chance für die Mannen von Jagatic, aber das Tore-Schießen bleibt halt nach wie vor irgendwie ein Chemieproblem. Ein Aufreger gibt's da noch in der ersten Halbzeit. Nachspielzeit, Kraus viel zu ungestüm gegen Kastol, da nimmt er die Verletzung des jungen Innenverteidigers in Kauf. Und es gibt nur eine richtige Konsequenz. Rote Karte gegen den schnellen Flügelstürmer. Jena eine Halbzeit nur zu 10. Aber Chemie hat mit der Überzahl mächtig Probleme. Es fehlt an Ideen. Das ist dann schon mit erstmal das Beste nach 57 Minuten. Jepes Schlenzer vorbei. Jena verteidigt es geschickt und kommt dann nach 72 Minuten nach vorn. Löder gegen Kastol. Ein Zupfer und ein schneller Pfiff. Schiedsrichter Tim Gerstenberg zeigt sofort auf den Punkt. Es ist eine vertretbare Entscheidung, auch wenn es nicht so viel war. Gelb gibt's für den 18-Jährigen noch oben drauf. Und Lukas Lemmel hat die Chance aufs 1:0 und er macht das prächtig. Schon gegen Luckenwalde, sehr sicher vom Punkt und perfekter kannst du den nicht verwandeln. Dritter Saisontreffer für Lemmel, überhaupt nichts zu machen für Bennett. Jena ein Mann weniger, aber Jena 1:0 vorn und Chemie auf krampfhafter Suche nach einer Antwort. Aber sie tun sich so schwer, etwas Tempo und ein paar Ideen ins eigene Spiel zu bekommen. Klar ist das schwierig gegen einen tiefstehenden Gegner, aber da darf es dann schon ein bisschen mehr sein. Aber die Angriffe sehen dann zumeist so aus und verpuffen im Nichts. 5 Minuten noch. Ecke, Mast, Kopfball, Kirstein. Und viel gefährlicher wird's nicht mehr vor dem Tor von Kunz. Jena lässt kaum etwas zu und so rinnen die Minuten dahin. Und nach 3 Minuten Nachspielzeit ist Feierabend. Der FC Carl Zeiss ringt in einem intensiven Spiel die BSG Chemie Leipzig mit 1:0 nieder. Der dritte Sieg in Folge. Sie nehmen zunehmend Fahrt auf. Wir hätten einfach mal mutiger überladen müssen am Flügel. Da mutiger 1 gegen 1 noch mal reingehen können. Ja, die da auch rausspielen und das haben wir dann nicht gemacht. Und dann kann sich natürlich Jena über dann Elfmeter, ja, und dann führst du 1:0 und dann verteidigst du weiter mit Mann und Maus. Haben wir in der Vergangenheit auch mal so gehabt. Deswegen wissen wir, wie das ist. Haben sie gut gemacht und das muss man dann auch anerkennen. Haben sie gut wegverteidigt. Dreckiger ging es da, glaube ich, gar nicht. Wenn wir Elfmeter zu gewinnen, nur verteidigen, drinstehen. Das sind die schönsten Siege. Das ist natürlich eiskalt von